Junge Mann, immer langsam. Lieber Aldermann, guten Tag. Nee, hier ist nicht Frau Aldermann. Hier bin ich. Ja, schon wieder. Was denn? Nee, aber Sie sind ja auch schon wieder da. Ich? Die Haushälterin. Von Frau Aldermann, ja. Marie. Nein, Fräulein Marie. Bitte. Bester Mann, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Zweimal habe ich Ihnen das schon gesagt. Ja, und nun sage ich Ihnen das zum dritten Mal. Sie muss jeden Moment wiederkommen. Muss sie, ja. Ist das selbstverständlich, dass ich ihr das ausrichte? Ja, das tun Sie, der Mann. Wiedersehen. Tag. Nee, Wiedersehen. Tag, Miguel. Ach, du bist das. Nee, Sie nicht. Tschüss. Carsten. Ja, habe ich dich erschreckt. Du, das wollte ich nicht. Wo kommst du denn her? Na, von draußen. Tag, Carsten. Oh. Tag, Mieke. Du, das war eine Überraschung. Wieso? Bin ich nicht angemeldet? Nee. Ja, hat Mutter vergessen, dir das zu sagen? Kein Wort hat sie gesagt. Also vergessen, Nee, nee, nee. Deine Mutter hat viel zu tun, Carsten. Viel zu viel. Meinst du? Das meine ich nicht, das weiß ich sogar. Die Fabrik, das ist zu viel für sie. Sie ist ja da ganz allein vor. Ah, ich hätte nicht geglaubt, dass sie mit dem Betrieb überhaupt allein zurechtkommen würde. Wirklich nicht. Sag mal, wo ist sie eigentlich? In der Fabrik? Nee, nee, das Telefon eben, das war die Fabrik. Mhm. Da ist sie nicht und hier ist sie auch nicht. Ach, und dieser Herr Gerzen, der muss auch jeden Moment kommen. Gerzen? Ja, wer ist das? Also, genau weiß ich das ja nicht, Carsten, aber ich glaube, der will Anteile kaufen an der Fabrik. So. So weit sind wir dann doch schon. Naja, also genau weiß ich das nicht, aber ich glaube, deine Mutter braucht Geld für die Fabrik. Ja, da ist was von wegen der Investition, die dein Vater noch in Gang gebracht hat. So, so. Ja, und privat braucht deine Mutter, glaube ich, auch Geld. Na nu? Da ist noch was von wegen der Erbschaftssteuer. Soll ja mal alles bezahlt werden, mein Junge. Ne? Ja. Und dieses Geld, das soll nun dieser Herr Gerzen einbringen? Ich glaube, ja. Aber genau weiß ich das nicht, Carsten. Na, der Mann zu. Wie lange wirst du bleiben? Bloß über eine. Mein Koffer ist noch draußen im Wagen. Na schön, dann will ich mal erstmal dein Zimmer zurückmachen. Nicht? Ja. Oh, Carsten, du bist schon da. Hallo, Junge. Mutter. Da. Tut mir leid, Junge, ich komme ein bisschen spät, aber ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Was? Oh Gott. Ach, ist nichts passiert. Gott sei Dank. Ja, du weißt doch, wir haben Sonntag die Landtagswahl. Was soll ich dir sagen, fahre ich doch glatt in so einen Lautsprecherwagen rein? Oh, nee, aber auch. Ja, das ist du, jetzt mal hören müssen, wie die mit mir zu Kehr gegangen sind, du. Tja, Mutter, was hast du hier denn drin? Da drin gar nichts. Damit sowas muss doch mit dir rumschleppen im Geschäftsleben, sonst denken doch die Leute, du stellst nichts vor. Na, Junge, wie lange kannst du bleiben? Bis morgen, Mutter. Och. Tünkram. Du musst mindestens ein paar Tage bleiben. Alter Mann? Ja, am Apparat. Ach, Herr Hansen, na? Was? Unruhe? Na, als ich vor einer halben Stunde wegging, war aber keine Unruhe in der Fabrik. Nein, aber ich hatte das Recht, den Mann zu entlassen. Tja, Herr Hansen, wenn Sie das wollen, dann kommen Sie mal her. Jawohl, mit Herrn Petersen. Ja, sofort. Ach so, man soll das doch nicht für möglich halten, nicht? Wieder mal Ärger, Mutter. Ja, sag mal, was ist eigentlich los mit den Leuten? Ein Jahr lang, solange ich hier nun Chefin bin, ein ganzes Jahr lang habe ich doch nichts anderes versucht, als die Fabrik zu leiten auf meine eigene Art. Sag mal, was lachst du? Auf deine eigene Art? Ja. Aber nichts kann ich den Leuten recht machen. Ja, du meinst nicht, dass du manchmal so ein bisschen unkonventionell bist, Mutter? Nein, das bin ich nicht. Mutter, wenn das stimmt, was ich so gehört habe, dann sind deine Ideen von Geschäftsführung, naja, sagen wir mal, zumindest ein bisschen ungewöhnlich. Nö, Carsten, damit bin ich nie einverstanden. Mutter, ich will doch bloß sagen... Sag, was du willst, ich hab doch recht.
Ich weiß. Mach du das mal alles so, wie du das willst. Ja, muss ich ja. Ich muss hier ja den Chef spielen, weil du deiner Pflicht aus dem Weg gehst. Ach, du liebe Ja, Carsten, ich weiß. Du hast dich hier nicht wohlgefühlt, als du bei uns gearbeitet hast. Aber ich habe doch nur gedacht, wo Vater tot Mutter, ist. Oder damit sind wir doch durch. Ja, du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang mit Autorennen abdammeln. Das ist doch Kinderkram. Du, und das ist auch viel zu riskant. Tut mir leid, Mutter, aber... Die Aldermanns haben ihre Fabriken über 100 Jahre. Sag mal, bedeutet dir das gar nichts? Mutter, dann hör doch mal... Du bist doch ein Aldermann. Mutter, nun sei doch vernünftig. Ach, ein Herr Gerzen oder so. Tja, Gerzen, aber wieso weißt Herr Gerzen soll jeden Moment kommen. Hm? Ja, er hat sich angesagt. Er will Anteile kaufen. Doch, das will er, aber ob ich das auch will. Du brauchst also Geld, Mutter. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass ich Geld... Wenn er Anteile kaufen will, dieser Herr Gerzen... Warum verkaufst du ihm nicht den ganzen Laden? Carsten, Alter, mal verkaufen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich ihm überhaupt Anteile abgeben will. Bestimmt kann ich ihn nicht ausdehnen. Genauso wie die anderen, die Bank mir hergeschickt hat. Was? Hier waren schon andere. Mhm. Ja, wie viel? Also wenn dieser Gerzen genauso mies ist wie die anderen, dann setze ich ihn als laufende Nummer 5 vor die Tür. Tja, und das ist in deinen Augen nicht unkonventionell und auch nicht ungewöhnlich. Na, du, und dann Erbschaftssteuer, Mensch, was die sich einbilden. Du solltest den Brief mal lesen, den ich dem Finanzminister geschrieben habe. Was hast du? Jawohl, ich habe ihm geschrieben, dass ich ihn warne. Wenn er diese Erbschaftssteuerangelegenheit nicht anders macht, ich meine natürlich besser für uns, nicht? Also, wenn er das nicht zum Besseren ändert, dann steck ich mich hinter Hermann Walter. Dass der die Sache mal von Landtag bringt. Der hat sich dann aber sehr gefreut, der Herr Finanzminister, dass Hermann Walter gar kein Mitglied des Landtages ist. Noch nicht, aber wenn diese Wahl vorbei ist, dann ist er das. Meinst du, Mutter? Das wirst du erleben, Junge. Na, wart mal ab, du. Du, er hat heute Abend seine wichtigste Versammlung. Wir gehen alle hin. Kommst du mit? Wenn du das gern möchtest. Ach ja, der Innenminister kommt auch und er hält eine Rede, um Hermann Walter in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Du, stell dir das mal vor, wenn Hermann nun wirklich Landtagsabgeordneter wird. Du kannst dir da so richtig was bei vorstellen, was, Mutter? Ja, aber was? Nein, ich meine doch nur... Ja, du meinst die Erbschaftssteuer, natürlich. Ach. Du willst eigentlich nur, dass der Herr Finanzminister mal so richtig Angst kriegen soll. Na? Fräulein Steffen ist draußen. Soll sie reinkommen? Was? Katja ist hier. Katja oder Katinka ist mir egal. Fräulein Steffen ist draußen. Ja, sie soll reinkommen. Ja, und ihr Auto, Frau Adermann. Soll das in die Werkstatt? Von wegen, da ist nicht viel passiert. Haben ganz schön Bums abgegeben. Das mache ich dann. Was? Der Mutters Wagen in die Werkstatt bringen, nachher. Okay, das, sie soll nur endlich reinkommen. Katja, komm rein, mein Herr. Guten Tag, Tante Elisabeth. Ja. Carsten, ich hab ganz vergessen, dir zu sagen, dass er kommt. Hallo, Katja. Hallo. Du, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist lange her. Nur 3 Jahre. Soll ich was zu trinken bringen? Das mache ich schon. Vergiss es mal nicht. Was? Deine Mutters Auto in die Werkstatt zu bringen. Kann ich aber eigentlich nicht richtig von dir. Was denn? Da ins Ausland zu gehen und 3 Jahre wegzubleiben. Und nichts von sich hören zu lassen, bitte. Danke. Nur 3 Jahre, Carsten. Das sind schon 3 Jahre. Und was machst du jetzt? Urlaub? Ja. 2 Monate Urlaub. Was? Katja ist zurückgekommen, um ihrem Onkel bei seinem Wahlkampf zu helfen. Ja, ich bin Chauffeur und Sekretärin des Landtagskandidaten Hermann Walter. Ich fahre ihn und ich schreibe für ihn. Tja. Und er sagt, die Chancen stehen 50-50. Was? Er kommt entweder in den Landtag oder in die Klapsen. Oh, Hermann! Du, wir haben gerade von dir gesprochen. Ja, solange von mir gesprochen wird, solange bin ich interessant. Morgen, Carsten. Du lässt dich hier wohl überhaupt nicht mehr blicken. Tag, Onkel Hermann. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, mein Junge, das kann ich gebrauchen. Aber wenn es euch nichts ausmacht, dann möchte ich jetzt ein ernstes Wort mit dieser etwas eigenwilligen Repräsentantin der örtlichen Großindustrie reden. Ach nee, wirklich? Wenn ihr mal einen Augenblick in den Garten gucken wollt. Ist höchste Zeit, dass ich mal jemand finde, der ihr Bescheid sagt. Da kommst du mit, Katja. Ja.
Also, Elisabeth. Ist Katja nicht ein hübsches Mädchen geworden? Ja, das ist sie wohl. Ach, die arme, der mache ich ja wohl immer noch gern leiden. Ach, Blödsinn. Katja ist verliebt in Carsten seit Jahren schon. Wirklich? Mhm. Dann ist sie seinetwegen ins Ausland gegangen, meinst du das? Genau. Ach, Blödsinn. Kein Blödsinn. Du halt du dich da bloß zwischen raus. Du willst doch nicht noch mehr durcheinander bringen. Ich hab recht und das weißt du auch. Elisabeth, ich hab nicht viel Zeit. Aber das ist eine Angelegenheit von größter Tragweite. Ja, Mann, du mach hier doch bloß nicht so einen Wind. Du sing hier keine Opern, bevor du Mitglied des Landtages bist. Ich werde nie Mitglied des Landtages, wenn du so weitermachst. Was ist das für ein Gerücht über Leute Unruhen in den Aldermannwerken? Ach, das ist doch Tünenkram. Der Betriebsrat kommt gleich hier und dann bringt er alles wieder in Ordnung. So, und was hast du diesmal angestellt? Angestellt? Gar nichts habe ich angestellt. Was sagst du immer? Du bist die Chefin des größten Betriebes in unserer Stadt. Mhm. Und solange du die Chefin bist, solange hast du in deiner Fabrik nichts als Krach und Spektakel mit den Leuten. Du sollst nicht so mit mir reden, Hermann. Ich muss so mit dir reden, denn ich habe den Schaden von dem, was du anrichtest. Ja, ich weiß, du meinst es gut. Aber Tatsache ist, dass du der reaktionärste Arbeitgeber bist, den wir in unserer Stadt hatten in den letzten 50 Jahren. Reaktionär? Ich behandle meine Leute wie eine Mutter. Du leitest ein Unternehmen, Elisabeth, und keinen Kindergarten. Darum kann das aber ja alles ein bisschen persönlich zugehen, nicht auch in einer Fabrik. Ich will nun mal, dass Aldermann anders ist als die anderen Fabriken. Anders, persönlich. Praktisch musst du das ansehen. Die Leute, die kleinen Leute sind jetzt am Drücker. Deine Leute, die kannst du nicht persönlich behandeln wie die Göhren. Du weißt doch, was losging, als du ihnen mit deinen Gehaltsstufen gekommen bist. Leistungsstufen sind das. Na, sag mal, man kann doch nicht den einen so bezahlen wie den anderen. Den Faulen und den Fleißigen. Ich hab den Faulen ein bisschen weniger gegeben und den Fleißigen ein bisschen mehr. Es geht nicht darum, ob so ein Kerl gut oder schlecht arbeitet. Sie kriegen ihren Tariflohn. So, na ja, dann wird das höchste Zeit, dass wir mal was dran ändern. Elisabeth, danke. Bitte. Du kannst nicht in fortgeschrittenem Alter... Danke. Bitte. Du kannst nicht in deinem Alter ins Geschäftsleben eintreten und versuchen, die wirtschaftlichen Strukturen dieses Staates einzureißen. Warum nicht, wenn man sie damit verbessern kann? Ich möchte für die kommende Legislaturperiode einen Sitz im Landtag gewinnen. Bitte, bitte, bitte. Was habe ich damit zu tun? Oh, verdammt nochmal, Elisabeth. Sogar du musst begreifen, dass die Unruhe unter deinen Arbeitern, dass diese Unruhe mir schaden muss. Ich brauche Stimmen. Auch die von deinen Leuten. Und wenn ich die Stimmen nicht kriege, dann bin ich erledigt. Ausschluss, Ende. Also was hab ich denn nun gemacht? Ich habe einen Kerl aus der Fabrik rausgeschmissen, der das nicht besser verdient hatte. Und warum hast du ihn rausgeschmissen? Er wollte sich nicht nach meinen Anordnungen richten. Ja, dann ist er im Unrecht. Na. Das heißt, wenn deine Anordnungen vernünftig waren. Ja, natürlich waren sie das. Und worum ging es? Der wollte nicht heiraten. Was wollte er nicht? Heiraten. So, heiraten. Ihr wollt nicht heiraten. Und sie ist so nette, Dian, wirklich. Von wem sprichst du? Von dem Mädchen, das er nicht heiraten will. Sie hat bei uns gearbeitet in der Fabrik. Ja, ist das ein Grund, sie zu heiraten? Tünkram. Er hat sie in Umstände gebracht, in andere natürlich. Du musst verrückt sein. Bloß weil ein Mädchen ein Kind haben soll? Das Kind hat sie schon. Du schmeißt einen von deinen Arbeitern raus, weil ein nettes Mädchen ein Kind von ihm hat. Ja, Mann, ich weiß gar nicht, warum du hier so einen Aufstand machst. Ich habe ihm die Chance gegeben, die Sache in Ordnung zu bringen. Aber der wollte nicht. Natürlich wollte er nicht. Das geht dich gar nichts an, wie viele nette Mädchen er mit süßen kleinen Kindern versorgt. Solange er seine Arbeit ordentlich und reell verrichtet. Das ist unmoralisch. Wann ist das passiert? Herr Mann, das weiß ich doch nicht. Wann du ihn rausgeschmissen hast. Ach so, heute Morgen. So, tja. Und nun haben wir den Spektakel. Na ja, ich habe vergessen, dass... Was hattest du vergessen? Ich hatte vergessen, dass dieser Springmann... Wer ist das denn nun wieder? Der Vater. Springmann ist der Vater von dem Kind. So, und was hattest du vergessen? Dass er Betriebsratsvorsitzender ist. So, das hattest du vergessen. Ja.
Ein Betriebsratsvorsitzender ist während seiner Amtszeit unkündbar. Das weiß ja ich sogar. Oh, immerhin als Politiker. Weißt du, was jetzt passiert? Die machen uns den größten Skandal dort in der Fabrik. Und das 3 Tage vor der Wahl. Die wählen doch nun alles stramm links oder extrem rechts. Und du? Du schmeißt deinen Betriebsratsvorsitzenden raus. Ich bin erledigt. Ich kann mir ja trotzdem nicht vorstellen, dass hier im Betriebsverfassungsgesetz... Sag mal, kennst du das überhaupt? Schluss, aus, Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo drin steht, dass der Betriebsratsvorsitzende man so einfach Kinder machen darf. Einfach so muss der noch nicht mal heiraten. Hättest du denn mit dem Rausschmeißen nicht wenigstens 3 Tage warten können bis nach der Wahl? Hermann, an das kleine Kind denkst du wohl gar nicht, was? Elisabeth, gib diesem Kerl seine Arbeit und seinen Posten wieder. Hol ihn zurück. Nein, das ist gegen meine Prinzipien. Ich kann deine Prinzipien nicht brauchen, ich brauche Stimmen. Also du interessierst dich nicht für die Mutter, du interessierst dich nicht für das Kind. Du interessierst dich nur noch für Stimmen. Fein, Volksvertreter gibst du ab nun schon. Hör zu, Elisabeth. Nein, ich höre überhaupt nicht mehr zu, ich habe zu tun. Der Betriebsrat kommt gleich her. Und dieser Gerzen, der wird hier ja wohl auch gleich aufkreuzen. Und ich habe Sonntag Landtagswahl, in 3 Tagen. Du hast es geschafft, ich komme jetzt zu spät. Hermann, ich weiß nicht, ob ich heute noch zu deiner Versammlung kommen kann. Und ob ich dir meine Stimme noch geben kann, das weiß ich auch nicht. Kann ja auch angehen, dass ich die Wahl ohne dich gewinne. Vielleicht sogar gegen dich und gegen den Unsinn, den du da anrichtest. Katja! Ich komme, Hermann! Dann sehen wir uns nicht heute Abend. Das weiß ich noch nicht. Auf Wiedersehen, Hermann! Oh, sind wir Hermann schon weg? Ja, der wartet wohl draußen. Wir sehen uns heute Abend auf der Versammlung. Vielleicht. Bestimmt. Wir sehen uns, Katja. Also bis dann. Tschüss, Carsten. Bis heute Abend, Katja. Tschüss dann, Elisabeth. Tschüss, mein Dear. Fahr vorsichtig. Mhm. Bring ihn gut hin, den Herrn Kandidaten. Tschüss. Hattest du Krach mit Onkel Hermann? Ach, Pykra. Er ist ein bisschen aus den Pantinen gekippt. Der wollte mir weismachen, dass ich schuld bin, wenn er seine dusselige Wahl verliert. Blödsinn. Ist das wirklich Blödsinn, Mutter? Ja, also nun fang du auch noch an, Carsten. Kannst du mir denn nicht mal helfen? Tut mir leid, Mutter. Ich möchte schon und ich würde es auch tun. Aber ich gehe nur erstmal für eine Zeit lang weg. Das macht doch nichts. Unterwegs bist du doch immer zu. Aber diesmal ist es was anderes. Na nu. Ich wollte es dir eigentlich erst morgen erzählen. Hast du Sorgen? Oh, eigentlich nicht. Aber du bist ja leider ziemlich altmodisch in solchen Sachen. Reaktionär, hat Hermann eben gesagt. Und du sagst altmodisch in solchen Sachen. Das geht also um eine Frau? Ja. Und? Sie ist verheiratet? Ja. Och, Carsten. Tut mir leid, Mutter. Mensch, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe die Männer überhaupt nicht. Das gibt so viele nette junge Mädchen, Millionen. Und alle warten sie auf einen netten jungen Mann. Und ihr Mannsleute müsst doch geradeswegs der erstbesten verheirateten Frauensperson in die Arme fallen. Wer ist das? Du wirst sie noch früh genug kennenlernen. Sie lässt ihren Mann allein und geht mit mir. So, und ich versuche meinen Leuten Benimm und Anstand beizubringen. Verrückt. Wie lange kennst du sie schon? Ach, Mutter, was soll das? Wie lange? 4 Wochen. Oh. Ja, sind beinahe 5. Oh, wovon der ganz schnellen Truppe, die junge Dame, was? Oh, Mutter, hätte ich dir bloß nichts gesagt. Oh. Entschuldige, Carsten, das hätte ich auch nicht sagen dürfen. Aber bitte überleg dir, was du tust, Junge. Mach dir mal keine Sorgen, Mutter. Es läuft sich alles wieder zurecht. Und ich kenne sie noch gar nicht mal. Ist sie jung? Sicher. Wieso, du weißt nicht, wie alt sie ist? Natürlich weiß ich das. Sie ist älter als du. Bedeutet das was? Viel älter. Ein paar Jahre. Hoffentlich ist sie nicht mit mir zur Schule gegangen. Oh,
Ach, Mutter, was willst du eigentlich? Ich will, dass du keine Dummheiten machst, Carsten. Und meine Dummheiten und deine Dummheiten. Ach, hör auf, Mutter, ich bitte. Trotzdem bin ich froh, dass du mir das erzählt hast. Wenigstens glaube ich, dass ich froh bin. Du bist eine lütte sölte Mutter. Jo. Meine lütte sölte Mutter. Ich will mich eben umziehen. Ist mir zu warm geworden. Wenn dieser Gerzen kommt, unterhalte ich einen Augenblick mit ihm, nicht? Dauert nur ein paar Minuten. Oh, ist deine Mutter gar nicht mehr hier, Carsten? Nee, sie zieht sich um. Diese Kerls aus der Fabrik sind gekommen. Du Mutter ist in ein paar Minuten wieder hier. Ich hau lieber ab, du kannst sie dann ja reinlassen, ne? Bitte? Ja, dann warten Sie ja bitte einen Moment. Ich muss erst mal sehen, ob die Chefin für Sie zu sprechen ist. Sie ist, mein Lehrer. Sie ist zu sprechen. Für uns. Darauf kannst du dich verlassen. Das hat mein Kollege schon mit ihr abgemacht. Per Telefon. Ach so, da war er das wohl, der mit mir gesprochen hat. Per Telefon, was? Nee, das war ich, mein Lehrer. Ich habe dreimal mit dir gesprochen. Was ist? Ganz ruhig. Haben mir deine dummerhaftigen Ausreden angehört. Ganz ruhig. Das waren keine Ausreden. Pedersen, mein Name. Hans Pedersen. Und das ist mein Kollege Peter Hansen. Kannst du es gar nicht verwechseln, mein Dian? Ich bin nicht Ihre Dian. Och, das macht nichts. Setz dich mal hin, Peter. Ja, ja. Wollen nicht warten, bis meine Freundin hier uns einen Platz anbietet? Ich glaube, es ist besser, Sie warten, bis die Chefin dazu... Setz dich mal ruhig hin, Peter. Wenn die Sitzverteilung in diesem Parlament unserer Chefin nicht behagen sollte, dann kannst du dich immer noch verändern. Ja, und als ich denn dreimal hier angerufen hatte... Und da gar nichts mehr rausgekommen war, da ist ihm der Kragen geplatzt. Ja, darf ich noch mal? Ja. Nicht aufregen, Peter. Ja, und dann hat er hier antelefoniert. Und er hat die Chefin dann auch gleich zu fassen gekriegt. Hm. Und sie hat den gleichen Termin gegeben. So. Ja, und nun sind wir hier. Ich werde sie melden. Aber dusselige Ausreden waren das doch. Von wegen, sie muss jeden Moment wiederkommen. So. Nun hör mal gut zu, mein Junge. Sie waren nicht hier und das waren keine Ausreden. Und du bist ja endlich mal ruhig hier. Oh, also, richtig. Also, abdehren und sag ihr Bescheid, ne? Ja, ich werde doch ganz was anderes sagen. Ich werde nämlich sagen, was ihr beide für unverschämte und freche. Hab ich was gesagt? Knackige Gosse, was? Du hast einen Geschmack, du. Oh, nicht schlecht. Oh, Mann, solche Art Leute, solche Haushälterinnen und so, sind meistens noch schlimmer als die Kapitalisten, für die sie sich abrackern müssen. Sollst recht haben, Peter. Oh, wenn ich bloß wüsste, wie wir ihr am besten beikommen können. Der Haushälterin? Hm? Nee, der Chefin. Ganz ruhig, Peter. Ganz ruhig, ja. Was heißt das? Ganz ruhig. Diesmal hat sie sich so in die Nesseln gesetzt, dass sie so klein beigeben muss. Ja, 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 aber wie fangen wir das an? Ruhig, Peter, ganz ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das laufen soll. Tja, wenn sie wenigstens ein richtiger Arbeitgeber wäre. Ne, ist sie das nicht? Nee, sie ist eine Frau. Oh, das stimmt. Und bei den Weibern weißt du doch nie, wie du mit ihnen dran bist. Und du weißt nie, was im nächsten Augenblick auf dich zukommt. Hm? Ja, mit dem Alten, mit ihrem Mann, da hatte der Betriebsrat das leichter. Ja, und was hat sie sich nicht alles einfallen lassen? Lässt auf die Lohntüten aufdrucken. Mhm. Arbeiter und Angestellte, vergesst nicht, dass die Lebenshaltungskosten auch für eure Frauen angestiegen sind. Mhm. Und ich hab das nicht gemerkt und leg meine Tüte zu Hause auf den Tisch. Ob ich wohl Bescheid gekriegt habe von meiner Alten? Oh, meine Herren, Sie sind ja schon da. Tag, Herr Hansen. Ich bin Pedersen. Ach so, natürlich. Entschuldigung, bitte. Peter Hansen, mein Name. Und er heißt Hans Pedersen. Ach so, na ja, das ist ja ganz einfach, ne? Kaum zu verwechseln. Ja, ja, das habe ich auch schon gesagt. Ja, Herr Pedersen, bitte nehmen Sie Platz. Herr Hansen, setzen Sie sich. Dankeschön. Aber sagen Sie mal, der Name Hansen... Ist nicht gerade selten in dieser Gegend. Nein, nein, nein.
nein, nein. Bei der Preisverteilung für die Lehrlinge. Oh, da ist Ihnen der Name aufgefallen, nicht? Ja. Ja, ja, das war mein Ältester, ja. Er war der Beste in seinem Jahrgang, ja. Na, auf den können Sie aber stolz sein, Herr Hansen. Ja, das bin ich auch, Frau Aldermann, ja. Sehen Sie? Und ich werde ihn im Auge behalten. Ja, wir müssen begabte junge Leute für gehobene Positionen ausbilden lassen. Ja, das wir sind wegen Karl Sprinkmann hier, Frau Aldermann. Ja, ich weiß, Herr Petersen. Sie können einen Betriebsratsvorsitzenden nicht entlassen. Und wenn Sie das tun? Ich hab's getan. Naja, deswegen sind wir hier. Tja, und nun? Wieso? Ja, was soll nun geschehen? Naja, Sie müssen die Kündigung zurücknehmen. Ach, muss ich das wirklich? Ja, das ist das Wenigste, was ich tun muss. Ah, Sie meinen, ich müsste noch mehr tun? Sie haben ihm sehr geschadet, Frau Aldermann. Was? Ich ihm? Ja, seine Position als Vorsitzender des Betriebsrats ist schwer angeschlagen. Ja. Angeschlagen? Angeschlagen ist das junge Mädchen, was er hat sitzen lassen. Ja, das tut uns ja auch sehr leid, Frau Aldermann. Das tut es doch nicht, Hans? Ach ja, aber das hat mit Karl Sprinkmann gar nichts zu tun. Nicht? Ja, mit wem denn? Das Kind ist doch von ihm, oder? Ja, das ist es wohl, nicht Hans? Ach ja, und das will er da auch gar nicht abstreiten. Ja, dann kann er die Dirl ja auch mal heiraten. Das ist nichts, was ihn davon abhalten kann. Nichts als sein Dickkopf. Aber wissen Sie, was dieser unverschämte Kerl heute Morgen zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, er sei noch nicht reif für die Ehe. Ist das so komisch? Nee, natürlich nicht, entschuldige. Der Vorsitzende meines Betriebsrats. Oh, das ist doch wohl mehr unser Betriebsrat, Frau Aldermann. Schön, Ihres Betriebsrats besitzt die Frechheit, mir zu sagen, er sei noch nicht reif für die Ehe. Ja, wofür ist er dann reif? Im Betriebsrat der Aldermannwerke den Vorsitz zu führen, ja, ist er dafür überhaupt reif? Naja, das geht bloß uns was an, Frau Aldermann. Was, bloß Sie? Jawohl, so ist das bloß uns. Und die Leute in der Fabrik, die diesen Betriebsrat gewählt haben, na, die geht das ja wohl auch was an, nicht? Ja, das stimmt. Aber Sie geht das nichts an, Frau Aldermann, gar nichts. Sie als unsere Chefin, Sie hat bloß zu interessieren, dass die Leute in der Fabrik ihre Arbeit verrichten. Das gilt für Karl Sprinkmann, für ihn und für mich und für uns alle. Ja, das gilt aber auch für die Dejan, die das Kind hat von Sprinkmann. Sie hat bei uns in der Fabrik gearbeitet. Und sie kann ihre Arbeit nicht mehr verrichten, weil sie das Kind hat und auf das Kind aufpassen muss. Sie hat ihre Arbeit in der Fabrik aufgeben müssen. Naja, das stimmt leider, ja. Ich weiß. Sind Sie denn nun, Herr Hansen, oder Sie, Herr Petersen, sind Sie denn nun bei dem Betriebsratsvorsitzenden vorstellig geworden? Des Mädchens wegen, das ja seine Freundin war und das seine Arbeit in der Fabrik hat aufgeben müssen. Des Kindes wegen, was ja von ihm ist. Na, sind Sie das? Naja, das ist ja eine ganz andere Sache und deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil Sie Karl Sprinkmann rausgesetzt haben und weil das gegen Recht und Gesetz ist. Schön, und weiter? Naja, Sie müssen ihn wieder einstellen. Gut, ich stelle ihn wieder ein. Was nur mit Mal? In dem Augenblick, wo er mir verspricht, sein Mädchen zu heiraten. Oh, verdammt ihn noch mal zu, das will er aber noch nicht. Ganz ruhig, Hans. Ach Gott, ganz ruhig, Hans. Tja, dann müssen Sie ihn dazu bringen. Ja, das... Ja? Alter Mann, ja. Herr Gerzen ist soeben erschienen. Danke, Marie. Ach, sagen Sie ihm doch, er möchte sich noch einen Augenblick gedulden, ne? Jawohl, Frau Aldermann. Und bitten Sie meinen Sohn doch mal reinzukommen. Ich glaube, er ist im Garten. Sehr wohl, Frau Aldermann. Ja, meine Herren, noch was? Karl Sprinkmann geht zum Arbeitsgericht und klagt auf Wiedereinstellung oder Aufhebung der Kündigung. Und den Prozess gewinnt er. Bestimmt, habe ich gar keinen Zweifel. Aber die nächste Betriebsratswahl, gewinnt er die auch? Frau Aldermann, die Kollegen haben uns beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass nötigenfalls gestreikt wird. Was? Wegen Karl Sprinkmann? Jawohl, Frau Aldermann. Die Kollegen sind entschlossen zu streiken. Das ist gegen Recht und Gesetz. Hierfür ist das Arbeitsgericht da. Ja, das wissen wir. Wir rufen einen wilden Streik aus, sehr schnell. Ja, und was das bedeutet, 3 Tage vor der Wahl? Vielleicht fragen Sie Herrn Walter mal, was er davon hält. Was, Sie drohen mir? Die Belegschaft, die droht mir mit einem wilden Streik? Tja, Frau Aldermann, die Lage ist sehr ernst. Wenn wir jetzt zurückkommen in die Fabrik, dann berufen wir eine Betriebsversammlung ein. Sofort.
Das können Sie gar nicht ohne meine Einwilligung. Frau Aldermann, Sie kümmern sich nicht um das, was Sie dürfen und nicht dürfen. Und wir tun das nun auch nicht mehr. Soweit sind wir. Ja, leider. Tja, meine Herren, ich muss Sie nun leider allein lassen. Aber bitte bleiben Sie noch einen Augenblick hier. Mein Sohn soll noch einen kleinen Schluck mit Ihnen trinken. Nach so viel Sabbelei wird das ja wohl gut tun, ne? Oh, danke, also, Herr Hansen. Donnersler. Shit, komm. Willst du hier noch was trinken? Nee, kann man mir ja selbst bezahlen. Ja. Die hat uns wohl eingewickelt, ne? Eingewickelt, mich? Nee, aber dich hat sie eingewickelt. Oh, was ist denn nun los, Hans? Eingewickelt hat sie dich, mit der Quatscherei von deinem Jungen. Wir müssen begabte junge Leute wie gehobene Position ausbilden lassen. Na und, ist das nix? Ja, von dem Augenblick an hast du doch das Maul überhaupt nicht mehr aufgekriegt, du Klassenkämpfer, du. Ja, aber Hans, du kannst mich doch aber nicht... Aber ich Zeit, den soll sie kriegen. Das sorg ich für. Mhm. Wenn du das mal hinkriegst, Hans. Verdammt nochmal. Hallo. Oh. Ihr Kollege, das ist ja wohl sehr eilig, was? Ja, und... Ich hab das auch eilig, Herr Aldermann. Ja. Aber erstmal trinken Sie mal was mit mir. Nee, danke, Herr Aldermann. Lieber nicht. Ist was passiert? Ja, eine ganze Menge, ja. Oh, mein Name ist Hansen. Moin, Herr Hansen. Oh, moin, Herr Aldermann. Ach, geht es um den Mann, den meine Mutter heute Morgen rausgeschmissen hat? Ja, ja, das geht um unseren Betriebsratsvorsitzenden. Ja. So. Ich frage Sie, Herr Aldermann, von Mann zu Mann frage ich Sie. Kann ein vernünftiger Arbeitgeber, kann der sowas tun? Meine Mutter, die kann das. Ja. Oh, ich sag ja, ist ja nicht wie ein richtiger Arbeitgeber. Tja, nun wird das wohl einen Streit geben. Was? Heute noch, ja. Können Sie nicht mal mit ihr reden, Herr Aldermann? Ich halte mich da raus. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Das ist nicht gut, Herr Aldermann. Ich kümmere mich sonst nicht um die Fabrik. Warum soll ich mich jetzt dazwischen stecken? Ja, ich sag ja, das ist nicht gut. Sie können nicht einfach so beiseite stehen und zugucken und so tun, als wenn Sie das alles nichts angeht. Sie sind ein Aldermann, Herr Aldermann. Gut. Ich werde mit ihr reden. Oh, danke, Herr Aldermann. Aber Sie kennen meine Mutter, versprechen kann ich nichts. Oh, versuchen Sie es, Herr Aldermann. Ich bitte Sie. Ne? Oh, ich finde den Weg nach draußen schon alleine, ne? Danke. Moin, Herr Aldermann. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Hans. Ja, Aldermann? Oh, hallo, Katja. Was ist? Ich soll Sie rufen. Ah, Onkel Hermann ist auf dem Weg hier. Ja, gut, ich werde Sie ausrichten. Ja, tschüss, Katja. Ja, bitte. Komm, ach, Carsten, darf ich dich mit Herrn Gerzen bekannt machen? Danke, wir kennen uns schon. Nanu? Ja, vorhin im Garten, als Herr Gerzen ankam. Ach so, ja, bitte nehmen Sie Platz, Herr Gerzen. Was zu trinken, Herr Gerzen? Aber gern, danke. Und was, ein Bottle Bier? Carsten! Ist was, Mutter? Bier. Kannst du nicht einen Whisky anbieten oder einen Sherry? Nein, vielen Dank, Frau Aldermann. Lassen Sie mich mal ein Bottle Bier kriegen. Siehst du. Für mich einen Sherry, bitte. Bitte. Ach, ist das ein Tag. Erst Hermann Walter, der wegen seiner Landtagswahl ganz aus dem Häuschen ist, und nun noch der Betriebsrat. Ach, ich das vergesse, Mutter. Hm? Onkel Hermann kommt gleich noch mal wieder vorbei. Was schon wieder? Ja, Katja hat gerade eben angerufen. Also ein Kindergarten ist ja nichts gegen all diese Männer. Glauben Sie denn, dass Herr Walter die Wahl gewinnen wird? Aber sicher, ganz sicher. Es wäre nicht gut, wenn er nicht gewinnen würde. Ist ja auch meine Meinung. Und darum helfe ich ihm ja auch so gut ich kann. Und ganz auf deine eigene Art. Ja. Danke Ihnen, Herr Aldermann. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Aldermann, dann trinke ich auf Ihr Wohl. Danke. Und auf den Erfolg der neuen Aldermann-Werke. Der neuen Aldermann-Werke? Naja, wir können sie vielleicht umbenennen in Gerzen und Aldermann. Ach so, Gerzen und Aldermann. Auf den Namen kommt es doch nicht an, Mutter. Ach, ich habe gestern mit unserem Herrn Finanzminister diskutiert über die Wahl. Mit dem Finanzminister? So. Ja, der Herr Finanzminister war nämlich mein Gast. So. Ich hatte den Eindruck, dass die Regierung ganz besonders großen Wert legt auf diesen Wahlkreis hier, also auf den Landtagssitz, für den Herr Walter ja kandidiert. Hast du das gehört, Mutter? Gib mir noch einen Sherry, Carsten. Ja. Ach, was ich noch sagen wollte.
Ich soll dir was bestellen vom Betriebsrat, Mutter. Ach ja? Tja. Entweder machst du die Kündigung rückgängig, oder aber die Belegschaft tritt in den Streik. Heute noch. Was war das? Ach, Kühnkram. Oh, was ist da passiert? Mutter hat ihren Betriebsratsvorsitzenden rausgeschmissen. Aber Frau Aldermann, das können Sie doch nicht machen. Naja, den Fall werde ich gleich mal in die Hand nehmen. In solchen Sachen weiß ich Bescheid. Danke, Herr Gerzen, das ist nicht nötig. Warum haben Sie den Mann entlassen? Also, wenn Sie das durchaus wissen wollen, er hat ein Kind in die Welt gesetzt und will die Mutter nicht heiraten. Ja, und darum habe ich ihn rausgesetzt. Kommen Sie, Herr Gerzen, trinken Sie noch was. Ja, aber welchen Grund hatten Sie denn für die Kündigung? Das habe ich Ihnen doch eben gesagt. Und nun klar, Herr Gerzen. Jawohl. Und ich hatte recht damit. An Mutters Methoden der Betriebsführung muss man sich erst gewöhnen, Herr Gerzen. Ja, scheint mir auch so. Also, liebe Frau Aldermann, wir beide, Sie und ich, wir müssen ein Wort unter vier Augen sprechen, bevor ich in die Geschäftsleitung der Aldermann-Werke eintrete. Ganz bestimmt. Ich kann natürlich verstehen, dass Sie nicht mitten in einem Streik bei Aldermann eintreten möchten. Nicht? Der Streik ist ja auch zwar gegen Recht und Gesetz, aber der Betriebsrat hat mir mit einem wilden Streik gedroht. Na? Dein Glück, dass du da bist, Elisabeth. Schau mal, was ist denn mit dir los, Herr Gerzen? Darf ich Ihnen Herrn Walter vorstellen? Guten Tag, Herr Walter. Wünsche Ihnen viel Glück. Ja, das kann ich gebrauchen. Ich habe mit dem Innenminister telefoniert. Du weißt, er soll heute Abend eine Rede halten hier bei uns. Hermann, wenn du diese Wahl überleben willst, muss aber nun ein bisschen ruhiger werden, nicht? Ja, der Innenminister war entsetzt. Ich soll dich zur Vernunft bringen, hat er gesagt. Was habe ich gesagt? Frau Aldermann zur Vernunft bringen? Diese Frau bringt nicht mal der Ministerpräsident höchstpersönlich zur Vernunft. Das habe ich ihm gesagt. Du bist also schon wieder mal aus den Pantinen gekippt, ne? Weißt du, was er gesagt hat? Der Innenminister hat gesagt, er will sofort mit dem Ministerpräsidenten sprechen. Und der Ministerpräsident soll dann persönlich an deine Vernunft appellieren. Was? Ja, das ist fast nicht zu glauben, ich weiß es. Aber jeden Augenblick kann er dort auf dieser Leitung kommen. Was sagst du nun? Der Ministerpräsident persönlich? Was ein Tünkram. Nein, nein, der Herr Ministerpräsident ist sehr demokratisch. Ach. Ja. Und sehr kontaktfreudig. Er weiß ja auch noch nicht, was auf ihn zukommt. Carsten. Ach, vielleicht darf ich zuerst nur ein paar Worte, ja? Nein, lassen Sie mich. Ja? Hallo? Ja, sie ist hier. Ja, sie kommt sofort. Nun mal los doch, Elisabeth, seine Sekretärin, sie will durchstechen. Hermann, mach doch nicht immer so einen Wind. Ich weiß nicht. Soll ich ihm nicht auch gleich ein paar Takte über die Erbschaftssteuer sagen? Ja, Aldermann? Ja, verbinden Sie mich. Hallo? Ja, am Apparat. Tag. Na, wie geht es Ihnen? Ach, danke, mir geht es ausgezeichnet. Ja, wir sind hier mittendrin in all den Problemen. Ziemlich aufregend alles. Ah, Sie müssen nicht alles glauben, was Hermann erzählt. Der kippt gleich mal aus den Pantinen. Aber selbstverständlich möchte ich Ihnen einen Gefallen tun, Herr Ministerpräsident. Warum denn nicht? Was, nachgeben? Das wäre doch Kapitulation. Lassen Sie sich von Ihren Gegnern immer so leicht einschüchtern? Nein, ich will Ihnen nicht beibringen, wie man ein Land regiert. Wissen Sie, das war eben eine höchst unpassende Bemerkung. Schluss aus Ende. Also so sollten Sie mit mir aber nicht sprechen, Herr Ministerpräsident. So nicht. Hallo? Hallo? Er ist zurückgetreten. Ich wollte sagen, er hat Schluss gemacht. Schluss gemacht, ja. Und mit mir wird er jetzt Ausschuss machen. Dann tschüss, Lauter. Draußen ist eine ganze Menge Männer. Sie sind von der Presse, sagen sie, und sie kommen wegen dem Streik, sagen sie. Auch das noch. Nur keine Aufregung, mein Lieber. Im Umgang mit der Presse bin ich Experte. Oh. Danke. Sie fragen aber nach Herrn Walter. Ja, ich weiß. Herr Walter, wie beurteilen Sie jetzt Ihre Chancen, diese Wahl zu gewinnen? Überhaupt nicht. Die ist nicht mehr zu gewinnen. Hermann, spiel hier doch nicht verrückt.
Sagt den Reportern, aus dem Streik wird nichts. Sie sollen in die Kneipe gehen, Glas Bier trinken, ist gut für die Nerven. Der Streik ist aber schon im Gange, sagen Sie. Sie kommen direkt von der Betriebsversammlung. Elisabeth, du musst nun nachgeben. Was nachgebe ich? Nie. Aber Frau Aldermann, gibt's denn keinen Kompromiss? Ich meine, wir Geschäftsleute müssen doch jeden Tag Kompromisse machen. So, na, dann wird das höchste Zeit, dass wir mal ein Ende machen mit all diesen Kompromissen. Also, ich möchte nur mal wissen, was ihr hier und alle Männer in der Fabrik, was ihr alle zusammen mit diesem Sprinkmann aufstellen würdet, wenn einer von euch der Vater wäre von diesem Mädchen. Och, Mannsvolk. Na ja, dann lasst den Kampf mal losgehen. Die Frauen hierzulande, die stehen hinter mir. Hermann, tut mir leid wegen deiner Wahl, aber die Chefin hier bin ich. Von diesen Zeitungsreportern gekommen. Was soll ich denen denn bloß erzählen? Ach, sag ihnen alles, was sie wissen wollen, steht schon in der Zeitung. Hast du was von deiner Mutter gehört? Nichts, kein Wort. Wie hat sie dir denn nicht erzählt, was sie vorhatte? Kein Wort, nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Sie bringt die Fabrik zum Streiken, sie macht aus dem Wahlkampf ein Spektakel, sie stellt die ganze Stadt auf den Kopf und dann verschwindet sie einfach. Du wirst nicht mal bei den Reportern sprechen, Carsten. Hm? Ich halte mich da raus. Ich fahre heute Nachmittag wieder weg. Oh, was für ein Aufstand. Die Presse belagert mein Haus. Und wer hier alles für dich angerufen hat, das will ich dir lieber nicht erzählen. Ja, sag mal, wo warst du eigentlich? Na, beim Friseur. Was? An so einem Tag? Genau, an so einem Tag, Maria, muss eine Frau auf jeden Fall gut frisiert sein. Ach. Was mache ich denn nun mit den ganzen Reportern da draußen? Die sind erstmal weg. Ja, wieso? Ja, ich habe ihnen erzählt, dass ich heute Mittag um 12 Uhr eine wichtige Erklärung abgeben will. Was ist passiert? Gar nichts. Und was willst du erklären? Ja, das weiß ich noch nicht, aber das fällt mir noch ein. Miguel, nu hol mal auf. Hab schon verstanden. Na, hier war in der Zwischenzeit allerhand los? Tja, wir haben nur eigentlich alles. Bis auf den Bürgerkrieg. Aber der Tag ist ja noch lang und du bist wieder hier. Und wo ist Gerzen? Er inspiziert die Aldermannwerke. Na, der Mann zu. Hast du das nicht recht? Oh, Carsten, das ist doch ein Angeber, ein Wichtigmacher. Ja, hast du eine Idee, wie du ohne ihn aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst? Von Onkel Hermann und seinen Chancen im Wahlkampf will ich gar nicht sprechen. Da mache ich mir ja auch große Sorgen drum. Die ganze Zeit beim Friseur habe ich über nichts anderes nachgedacht. Aber ach, das haut aber auch alles nicht hin. Das heißt... Ja, was denn nun? Nun weiß ich das. Das ist überhaupt die Idee. Mutter, was hast du vor? Na, der Streik ist das Beste, was uns zustoßen konnte. Krieg mir Onkel Hermann mal. Oh, der arme Mann, hat er da noch nicht genug durchgemacht. Komm, sammel nicht lange, nur dreh mal. Nicht? 5, 2, 4, 9. 5, 2, 4, 5, 2, was nur wieder losgeht. 5, 2, 4, 9. 9. Was? Bis jetzt. Und er soll sich nicht erst lange dusselig anstellen, dass er nicht mit mir sprechen will, nicht? Weil ich nicht auf seiner Versammlung war. Ich muss ihn sprechen, du Dröder. Ja. 5. Danke, danke. 9. Ja, deine Idee kenne ich immer noch nicht. Ach, was ich sagen wollte, der Sprinkmann kommt gleich hier. Sprinkmann? Wieso? Ja, Herr Hansen hat versprochen, ihn herzubringen. Was ist denn? Ja, besetzt. Oh. Dann willst du nun also nachgeben. Was? Ich? Er soll nachgeben. Ja. Hallo, Onkel Hermann. Ja, hier ist Carsten. Nur mal ganz ruhig, nichts ist passiert. Nein. Carsten. Mutter will bloß mal mit dir sprechen, weiter nichts. Kram. Hör zu, Hermann, ich habe eine großartige Idee, wie du deine Wahl doch noch gewinnen kannst. Pass auf, der Streik ist das Beste, was uns passieren konnte. Nun bist du platt, ne? Hör zu, du musst hier aufkreuzen in der Fabrik und musst den Streik schlichten. Mit Takt, Fingerspitzengefühl und großem politischen Geschick. Na, Hermann, das hast du doch alles, ne? Ja, ja, in Wirklichkeit mache ich das. Aber ich mache das so, dass der ganze Erfolg auf deinem
Konto geht, dann bist du der Größte und kriegst so viel Stimm, wie du haben willst, ne? Ist das eine großartige Idee? Ach, was, du sammelst doch dagegen an. Nein, du kommst nur hierher und ich arrangiere das alles für dich. Ja, tschüss! Na? Der arme Mann. Oh, Mutter, wenn das so einfach wäre. Carsten, das ist ganz einfach. Pass mal auf, diesen Springmann, den drehe ich doch um, nicht? Diesen ganzen Spektakel hat der sich doch gar nicht aufhalsen wollen. Was meinst du, was der überall zu hören kriegt? In der Fabrik, auf der Straße, in der Kneipe, auch überhaupt in der ganzen Stadt. Du, das dauert gar nicht mehr lange und er wird seine Erika auf Knien bitten, ihn doch ja zu heiraten. Mutter, du drehst krumme Dinger. Tja, wer tut das nicht? Aber, Carsten, ja? Vielleicht brauche ich deine Hilfe. Sag mal, musst du unbedingt heute Nachmittag schon fahren? Ja, ich muss. Ach ja, die kleine süße Frau, die ihren Mann ganz dringend allein lassen muss. Ach, Carsten, bist du Mutter, ich will nicht darüber reden. Bitte, reden wir nicht mehr davon. Ich weiß schon, was ich tue. Und wie sollte er jetzt wieder rauskommen? Nein, Carsten, das kannst du auch nicht. Natürlich nicht. Aber guck mal, fahr doch nicht heute Nachmittag schon. Sieh mal, du, ich meine, du kannst doch für mich nicht? Na gut, wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann. Wenn Hermann das ist, ich bin nicht da. Ja, alter Mann. Wer ist da bitte? Oh. Ach so, ja. Ja, natürlich. Ja, sie ist hier. Nein. Einen Moment. Oh, Carsten. Sie kommt schon. Oh, wer ist denn das? Der Vater. Was bringt man? Der Vater von dem Mädchen, Herr Glüsing. Ach, Herr Glüsing, na den Mann zu. Ach, Herr Glüsing, na das ist aber nett, dass Sie mich mal anrufen. Na, wie geht's denn Ihrer Tochter und dem Kleinen? Was? Herr Glüsing, komm bitte, bitte, nur mal ganz ruhig. Warum ich das alles gemacht habe? Das war doch selbstverständlich. Das war ja in Ihrem Interesse, nicht? Naja, schon. Ist alles ein bisschen viel, was draus geworden ist. Aber, Herr Glüsing, wissen Sie, das... Was? Ich soll das alles wieder abblasen. Was ich für Sie und für Ihr Enkelkind in Gange gebracht. Ihre Ruhe wollen Sie haben? Na, hören Sie mal, Sie sind aber undankbar. Nein, ich will, dass er Ihre Tochter heiratet. Was, Sie will ihn gar nicht. Na, hören Sie mal, das können Sie mir doch nur... Ich soll meine Nase nicht in... soll meine Nase nicht in seine Angelegenheiten stecken, hat er gesagt. Ein kluger Mann, dieser Herr Glüsing. Lass ich mir doch nicht gefallen. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, Mutter. Wenn dieser Springmann kommt, dann unterhältst du dich einen Augenblick mit ihm. Was, du willst weg? Ich fahre nur eben mal zu dieser Familie Glüsing. Muss das sein, Mutter? Na, hör mal, so kann der Mann doch nicht mit mir reden, doch nicht mit mir! Nee, du kommst gerade richtig. Wenn ich nun nicht erstmal mit einem normalen Menschen spreche, dann drehe ich hier auch noch durch. Ja, aber du wolltest doch telefonieren. Ach, das hat Zeit. Ja, ich wollte dir nur auf Wiedersehen sagen. Du gehst doch nicht weg. Nein, ich nicht. Aber du? Tja, ich muss wohl leider. Ja, ich kann meine Mutter doch gerade jetzt nicht gut allein lassen. Deine Mutter ist eine Frau der schnellen Entschlüsse. So steht es heute in der Zeitung. Es hagelt hier schnelle Entschlüsse. Bitte, setz dich da. Oh, danke. Du, sag mal, diese Sache mit Gerzen, dass er bei Aldermann einsteigen soll, ist das auch so ein schneller Entschluss von deiner Mutter? Leider nicht. Sie hat die Nase schon wieder voll von ihm. Ach, das kann ich verstehen. Ja, wieso? Ich mach den Kerl nicht. Ich habe sein Gesabbel gestern Abend nach der Versammlung mit anhören müssen. Ja, das habe ich auch. Du, der will nicht bloß einsteigen bei euch. Der will die Firma ganz und gar an sich bringen. Ja, je eher, desto besser. Nein, Carsten. Du kannst doch Aldermann nicht weggeben an so einen Kerl. Naja, so einen Fremden wie Gerzen. Sentimentaler Quatsch. Es geht hier ums Geschäft, um nichts anderes. Na, das ist doch nicht bloß einfach ein Geschäft. Ja, was denn sonst? Aldermann, das ist ein Name. Das sind ein paar Gebäude, ziemlich alte sogar. Und das ist ein guter Ruf für Qualität, mir nicht.
Viel mehr, Carsten. Und das weißt du auch. Ach, was? Aldermann, das sind zuerst mal mehr als 100 Jahre. Na, überleg doch mal. Dein Ur-Urgroßvater hat das angefangen. Ja, 5 Generationen Aldermanns haben die Fabrik geleitet. Und 5 Generationen von Arbeitern haben in der Fabrik gearbeitet. Und alle haben sie gelebt von der Fabrik. Und die Fabrik war ihr Leben. Sag mal, lachst du über mich? Nein, nein. Du darfst gerne lachen, wenn ich dir zu romantisch bin. Nein, wirklich nicht, Katja. Du, ich glaub da jedenfalls dran. Wirklich. Du hast dich verändert, Katja. Oh, wenn das ein Kompliment sein soll, dann habe ich jetzt zum ersten Mal ein Kompliment von dir gekriegt. Ja, aber ich muss jetzt los. Was, so schnell? Ich muss noch arbeiten für Onkel Hermann. Weißt du was, Katja? Mir steht der ganze Kram bis hier oben hin. Der ganze Blödsinn mit der Bahn, mit dem Geschäft und mit dem Streik. Du, am liebsten würde ich abhauen. Abhauen? Einfach abhauen. Und du müsstest mitkommen. Irgendwohin, wo wir nichts hören und nichts sehen von diesem ganzen Hangelbangel hier. Ja, aber das geht doch nicht. Ich muss mich um Onkel Hermann kümmern bis Sonntag. Du, aber dann, ich meine, ich bleib ja noch 2 Monate hier. Und in der Zeit kommst du doch sicher wieder zurück, nicht? Das wird wohl nicht gehen. Du, aber warum denn nicht? Ach so. Ja. Dann sagen wir uns jetzt wieder Tschüss. Für eine lange Zeit. Tja. Ist wohl so. Ja. War schön, dich mal wiederzusehen, Carsten. Wenn es auch nicht lange gedauert hat. Ja. Auf Wiedersehen. Das ist aber doch ganz was Neues. Vergessen Sie bloß nicht zu wählen, Fräulein Marie. Eine Stimme möchte ich wenigstens doch. Mit Takt- und Fingerspitzengefühl. Onkel Hermann erscheint im rechten Augenblick. Ah, mein Chauffeur ist hier. Oh, das soll nicht wieder vorkommen, Onkel Hermann. War nicht so wichtig, mein Dern, für mich nicht. Aber Frau Aldermann hat mich herkommandiert. Wo ist sie? Sie ist weggefahren. So? Wann soll ich dich hier wieder abholen? Sagen wir in einer halben Stunde. Ist gut. Ja. Tschüss, Carsten. Tschüss, Katja. Deine Mutter kommt doch gleich wieder. Hey, Carsten. Ja? Ja, was ist? Wann kommt deine Mutter zurück? Onkel Hermann. Wir haben eine Chance. Was? Wir beide haben eine Chance, die Sache nur wieder in den Griff zu kriegen. Wenn du an den verrückten Plan denkst, den deine Mutter mir da gerade eben am Telefon... Nein, was Besseres. Dein Scheckbuch hast du mit? Mein Scheckbuch? Warum? Sprinkmann kommt hierher, nur gleich. Ach nee. Und du meinst... Genau das meine ich. Sprinkmann kriegt einen kleinen Scheck. Noch nicht zu klein. Heiratet sein Mädchen. Mutter stellt ihn wieder ein. Und alles ist in Ordnung. Genau das meine ich. Und wenn er nicht will? Versuch es doch wenigstens erst mal. Was hast du noch zu verlieren? Ich weiß nicht recht. Du, und so dumm war Mutters Idee auch wieder nicht. Der Mann, der den Streik schlichtete, das bringt ein paar Stimmen. Das wäre aber das gemeinste Stück aus der politischen Trickkiste, mit dem ich in meiner Laufbahn konfrontiert worden bin. Tja, wenn dein Gewissen dagegen steht. Die Partei ist wichtiger als mein Gewissen. Na prima. Du, Sprengmann kommt ja her. Mutter glaubt immer noch, dass sie ihn umdrehen kann. Warum sollen wir ihr vorher nicht ein bisschen bald zur Hand gehen? Hm? Der junge Vater ist da. Was? Sprinkmann? Jawohl, Herr Aldermann, der Herr Betriebsratsvorsitzende. Ja, soll reinkommen. Jawohl, Herr Aldermann. Danke, Fräulein Maria. Aber bitte Sie, Herr Aldermann. Sie können reinkommen. Kommen Sie rein, mein lieber Sprinkmann. Sie kennen mich, nicht wahr? Ja, ich kenne Ihr Gesicht von den Wahlplakaten. Ah, gut. Dann kann ich nur hoffen, dass Sie mich wählen werden. Nee, Herr Walter, das tue ich ganz bestimmt nicht. Kommen Sie, setzen Sie sich erst mal hin. Augenblick mal, ich bin doch von der Chefin, von Frau Aldermann her, wisst ihr. Das macht doch nichts. Sie können sich doch erst mal hinsetzen. Was soll das? Das ist Herr Aldermann. Ich weiß. Moin, Herr Sprinkmann. Morgen. Sie haben ja einen ziemlichen Aufstand angezettelt, hm? Eine Sensation, sozusagen. Sensation, ja. Besten Dank.
Ich kann mich schon fast nicht mehr auf der Straße sehen lassen. Mein Hauswirt will mich aussetzen. Die Leute stellen sich an, als ob ich ein Verbrecher wäre. Nicht schön, sowas. Zigarette, Herr Sprengmann. Danke. Sie wollen nicht rauchen? Jetzt nicht, danke. Ich will Ihnen gern helfen, Herr Sprengmann. Helfen? Ja. Warum? Warum? Tja, warum wollen Sie mir helfen? Na ja, weil, Wegen der Ungelegenheiten, die Sie haben mit Ihrem Hauswirt und so. Ja, genau darum. Glauben Sie eigentlich, dass ich ein Armleuchter bin? So was? Überhaupt nicht. Wie käme ich darauf? Jetzt wollen Sie mir beibringen, dass ich Erika heiraten soll. Sollte mich gar nicht wundern, wenn Sie mir dafür auch noch Geld anbieten würden. Stimmt also. Ich kriege das Geld, ich verspreche Erika zu heiraten, die Chefin stellt mich wieder ein, der Streik wird abgebrochen und Sie haben die besseren Chancen bei der Wahl. Ganz einfach. Holzauge, was? Warum arbeiten Sie eigentlich bei Aldermann? Sie sollten Politiker werden mit dem Kopf. Herr Sprengmann, Sie reden offen mit uns. Dann dürfen wir nur auch offen mit Ihnen reden. Wie viel? Sie sprechen von Geld? Sie nicht. Würden Sie denn Geld annehmen? Würden Sie denn Geld rausrücken? Das kommt darauf an. Auf was? Auf den Betrag. Bei mir auch. Was halten Sie von 1000? Nee. Wie bitte? Ich habe nee gesagt. 2000? Oh. Nee. Ja, verdammt nochmal, wie viel wollen Sie denn? 5. Was? 5000? Haha. Warum soll ich Ihnen 5000 Mark geben? Aus demselben Grund, aus dem Sie mir 1000 geben wollen. Nein. Schön, wenn Sie nicht wollen. Nur mal langsam, Herr Sprengmann. Ich meine, du solltest nur 3000 anbieten, Onkel Hammer. Na schön, meinetwegen, aber mehr ist die Sache wirklich nicht wert. Oh, Sie kennen Erikas Mutter nicht, meine Schwiegermutter in Spee. 4000. Oh, verdammt nochmal, dann kann ich seine Erika ja mal selbst heiraten. Bitte? Na, Sprengmann, ein bisschen vernünftig müssen Sie nur aber auch sein. Warum? Naja, weil... Verdammt nochmal, gib ihm seine 4000. Fünf. Nein. Mann, zu, Onkel Hermann, wir haben keine Zeit. Nein. Na schön, Herr Walter, weil Sie das sind, heirate ich Erika zum Spezialtarif von, sagen wir mal, 4500. Nimm mal los, Onkel Hermann. Ich weiß nicht recht. Mutter kommt jeden Augenblick zurück. 4500 Mark. Das ist die Sache, wir kommen und schreiben. Herr Sprengmann, meine Mutter darf aber nichts davon erfahren. Sie will sie allein rumkriegen. Sie müssen ihr das richtig vorspielen, verstehen Sie? Keine Angst, das mache ich schon. Mhm. So. Bitte, Herr Sprengmann. Danke, Herr Aldermann. Ah, der ist aber auf Erika Glüsing ausgestellt. Was soll das denn? Ich gehe auf Nummer sicher, Herr Sprengmann. Das verstehen Sie doch wohl, oder? Ganz schön abgebrüht, aber meinetwegen ist gut. Sie sind vernünftig. Sollte wirklich Politiker werden, was? Ach, was ich noch sagen wollte, die Leute in der Fabrik, meine Kollegen, die brauchen hiervon aber auch nichts zu wissen. Klar? Klar. Das gilt für beide Seiten. Ach, da bin ich. Hallo, Mutter. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich muss mich entschuldigen. Tag, Elisabeth. War gar nicht so einfach, der Fall, den ich eben zu behandeln hatte. Nett, dass Sie gekommen sind, Herr Sprengmann. Tag, Frau Aldermann. Nun wollen wir mal sehen, dass wir den Fall Sprengmann aus der Welt kriegen. Herr Sprengmann, Sie müssen wissen, wir alle hier, wir möchten Ihnen gern helfen. Meine Mutter hat immer noch die besten Ideen, Herr Sprengmann. Nanu, vorhin warst du aber ganz anderer Meinung. Ich wüsste wirklich nicht, was wir ohne dich tun sollten, Elisabeth. Bitte, Herr Sprengmann. Danke. Was können wir tun? Tja, Frau Aldermann. Herr Sprengmann, ich wollte Sie nicht rausschmeißen. Wirklich nicht, im Gegenteil. Aber sehen Sie mal,
Ein Mann in Ihrer Position, Betriebsratsvorsitzender, na, der muss natürlich Vorbild sein, charakterlich meine ich. Oha. Ich verstehe Ihren Standpunkt, Frau Aldermann. Sehen Sie mal, und Erika ist so eine nette Dirn. Wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen? Tja, Frau Aldermann. Frau Aldermann, ich muss Ihnen sagen, ich schäme mich. Wirklich, ich schäme mich. Letzte Nacht, Frau Aldermann, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, hätte ich Sie nicht heiraten müssen? Bin ich ein Schuft? Ja. Die ganze Nacht ging das so. Einmal wollte ich sie heiraten und dann wieder nicht, wie ich schon sagte. Und plötzlich ist mir aber eingefallen, dass ich selber mein Lebtag keinen Vater hatte. Und da ist mir klar geworden, dass ich mich ja an den Kleinen versündigen würde. Nein. Ruhig. Wollen Sie diese Erika nur heiraten oder nicht? Herr Mann. Ja oder nein? Hören Sie nur auf meine Mutter. Was haben Sie denn damit zu kriegen? Herr Springmann, Sie heiraten Sie doch nicht? Also gut, Frau Aldermann, ja. Ach, das freut mich. Ich freue mich ja so für Erika und für den Lütten. Na ja, für Sie natürlich auch. Natürlich. Und ich freue mich, dass Sie diesen Entschluss aus Ihrem eigenen freien Willen gefasst haben. Ach, Herr Springmann, ich möchte Ihnen so gern was schenken. Na, und ich glaube, dass Sie, na, 500 Mark wohl gut brauchen können jetzt, nicht? Du willst ihm Geld geben? Ja, natürlich. Wo habe ich denn mein Scheckbuch gelassen? Ach, bestimmt wieder im Büro. Hermann, schreib mir mal eben Scheckbuch. Ich? Ja, du. 500 Mark? Hermann, ich gebe sie dir wieder. Ja, Sie wollen das doch wohl nicht annehmen. Ja, natürlich will ich das. Also, Hermann, du stellst dich an, als wenn du einen Scheck über 5000 schreibst. Komm, wir schreiben. So, Herr Springmann, und Sie gehen in die Fabrik und sagen da Bescheid. Sie haben versprochen, Erika zu heiraten. Ich habe sie wieder eingestellt und mit dem Streik muss Schluss sein. Sofort. Das geht in Ordnung, Frau Aldermann. Danke. Ja? Die Reporter sind wieder da. Sie warten auf die Erklärung von Frau Aldermann. Und die Erklärung, Hermann, die gibst du nun ab und Carsten geht mit. Sag Bescheid, Miki, die beiden Herren kommen gleich. Sehr wohl, gnädige Frau. Hermann, du mach doch zu. Du sollst einen Scheck schreiben und nicht deine Memoiren. So, Herr Springmann, und Sie tun, was ich Ihnen gesagt habe, ne? Der ist nicht unterschrieben, Frau Aldermann. Gut, dass Sie das gesehen haben, Herr Mann. Unterschreiben. Ist es so recht, Frau Aldermann? Danke. Auf Wiedersehen, Herr Springmann. Auf Wiedersehen, Frau Aldermann. Und vielen Dank. Bitte. Tja, ich habe eine ganze Menge hier bei Ihnen dazugelernt. Wiedersehen. Na, hat das nun geklappt oder nicht? Bist du zufrieden, Mutter? Na, hör mal, habe ich das nicht großartig hingekriegt. Großartig. Und alles nach deinem Plan und nach deinen Ideen, Mutter. Ganz großartig. Sag mal, was habt ihr eigentlich? Du, ein bisschen dankbar könntest du ja nun schon sein, nicht? Ja, so dankbar wie ein Schwein beim Schlachtfest. Hermann, du gehst jetzt raus und stellst dich der Presse und erzählst den Reportern, wie du diesen Springmann zur Vernunft gebracht hast. Nee, lieber nicht. Und Carsten geht mit. Na, dann komm mal, Onkel Hermann. Bist du klar für die Presse? Fertig? Sogar fix und fertig. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dieser Frau mal einen Heiratsantrag gemacht habe, dieses Theater hätte ich nur schon 25 Jahre gehabt. Dann wärst du nun aber auch Ministerpräsident. Ach, entschuldigen Sie, Frau Aldermann, wenn ich diesen Weg komme. Ach, Sie sind wieder da. Wie schön. Ja, ich wollte den Reporter nicht den Weg laufen. Ach, die Streikleitung hat mir das hier mitgegeben für Sie. Oh, danke schön. Bitte. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja. Frau Aldermann, das ist eine Resolution. Na schön. Ja, die haben ganzen Vormittag eine Betriebsversammlung gehabt. Wie ich gehört habe, soll es ziemlich hitzig zugegangen sein. Dort. Ah. Auf der Versammlung, ja. Na, das ist ja wohl nicht möglich. Was?
Nun genügt es nicht mehr, wenn ich Springmann wieder einstelle. Ja, das habe ich mir gedacht. Unverschämtheit. Was steht denn da drin? Ja, was steht da nicht drin? Hier, erstens, Karl Springmann muss wieder eingestellt werden. Ja. Zweitens, zukünftig keinerlei Einmischung der Geschäftsleitung in private Angelegenheiten der Arbeitnehmer. Drittens, Abschaffung der Leistungsstufen bei Löhnen und Gehältern. Was? Viertens, Beteiligung der Arbeiter und Angestellten am Produktivvermögen. Was soll das denn? Frau Aldermann, bitte keine übereilten Schritte. Na, ich lasse mich doch nicht erpressen, ich doch nicht. Warum reden Sie nicht vernünftig mit den Leuten? Ich rede mit den Leuten nicht eher, als bis Sie diese unverschämten Forderungen wieder zurücknehmen. Nein, Sie sollten sich mit Herrn Walter besprechen, Frau Aldermann, ja. Ist er nicht da? Nein, er ist draußen bei der Presse und erzählt den Reportern, dass der Streik... Ach du lieber Himmel. Was ist denn? Sie hätten auch ein bisschen früher kommen können. Macht er sich ja lächerlich. Ich muss mir was einfallen lassen. Aber egal, erpressen lasse ich mich nicht. Ist das Ihr letztes Wort? Mein letztes Wort. Na schön, dann kann ich ja gehen. Was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, mein Geld loswerden, das kann ich überall. Dafür gibt es amüsantere Möglichkeiten, als sich an einem Betrieb zu beteiligen, in dem Sie die Chefin sind. Frau, ich weiß, Sie meinen es gut. Aber sehen Sie denn nicht ein, dass Sie im Geschäftsleben nicht am rechten Platz sind? Sie meinen also, ich sollte lieber aussteigen und den ganzen Laden an Sie verkaufen? Ja, Sie sagen es. Ich glaube, das wäre das Beste. Und das glaube ich nicht. Elisabeth, das war eine wunderbare Idee. Wirklich, Mutter, das war's. Ja, das hat mir die größte Publicity eingebracht, die ich in diesem Wahlkampf haben konnte. Das freut mich aber, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Elisabeth hat die blödsinnigsten Ideen und es kommt immer was dabei raus. Fragt sich nur was. Davon bist du wirklich gut abgekommen, Onkel Hermann. Ja, das bin ich, aber die Idee war von deiner Mutter. Was ist los, Elisabeth? Das scheint du freust dich gar nicht. Oh doch, ja. Sagen Sie mal, Herr Walter, von was reden Sie eigentlich? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Nee. Hermann Walter, der Mann, der den Streik schlichtete. Ja, der Streik geht weiter. Ja, die Betriebsversammlung hat heute Vormittag neue Forderungen aufgestellt. Ist das wahr? Ja, Hermann. Dann bin ich kein Kandidat mehr für den Landtag. Dann bin ich jetzt ein Aspirant für die Klapsmühle. Nicht, Hermann, mir fällt was ein. Verlass dich drauf. Nee, ich will jetzt keine Ideen mehr von dir, Elisabeth. Und diese letzte Idee, die verzeih ich dir nicht. Niemals. Was werden Sie lachen über mich? Ich sag dir doch, mir fällt wieder was ein. Genau wie bei Springmann. Ja, genau wie bei Springmann. Willst du die Wahrheit wissen? Nein, sag's ja nicht, Onkel Hermann. Was ist los? Ich will das wissen. Ich hab Springmann Geld gegeben, bevor du kamst. Geld? Und ich hab geglaubt, ich hätte das hier alles selbst geschafft. Und du und Springmann und Carsten, ihr habt mir hier alle was vorgespielt? Also das sieht ja nur wirklich so aus, als wenn ich so dusselig wäre, wie Herr Gerzen meint. Das habe ich nicht gewollt, Elisabeth. Wir müssen uns was einfallen lassen. Herr Gerzen, machen Sie einen Vorschlag. Ich glaube nicht, dass ich nur noch helfen kann. Na nu, in den meisten Dingen sind Sie doch Experte. Wollen Sie Aldermann immer noch kaufen? Mutter. Ja, warum denn nicht? Wenn wir die Fabrik doch so und so mal hergeben müssen, warum nicht jetzt schon, ehe ich alles ruiniere? Also was ist? Ja, das, ja oder nein? Ja, gut. Wir können verhandeln. Schön, das wäre geschafft. Es tut mir so leid, Elisabeth. Ich hätte es nicht sagen sollen. Nein, das war schon richtig so. Herr Gerzen macht Schluss mit dem Streik und du gewinnst deine Wahl. Und ich halte den Mund und sag nichts mehr, was dir oder überhaupt einem Menschen schaden kann. Und ich steck meine Nase in nichts, aber auch in gar nichts mehr rein. Wenn ich das kann. Gerzen und den anderen Kerls was zu essen reingebracht. Ja, danke. Soll ich Ihnen nicht auch was bringen? Nein, danke.
Ach, Mieke, pass mal auf, ich habe hier was aufgeschrieben. Hör dir das doch mal an. Was denn? Ja, das ist eine Presseerklärung. Oh. Eigentlich habe ich ja gedacht, Carsten würde das für mich aufsetzen. Aber naja, er ist ja nun doch wieder weggefahren. Hör dir das mal an. Nee? Die traditionsreichen Werke, die sich mehr als 100 Jahre lang im Besitz der Familie Aldermann befunden haben, gehen nun in neue Hände über. Nicht länger mehr werden die Geschicke der Aldermann-Werke von den Nachfahren des Mannes geleitet, der sie einst gründete. Frau Aldermann, das halte ich nicht aus. Wir müssen das tragen, Mieke. Setz dich mal lieber hin, ne? Danke. Aber eine Schande ist es doch. Ist nichts mehr dran zu ändern. Wo war ich denn noch stehen geblieben hier? Da war was mit Geschicke. Geschicke. Ach so, ja, hier Geschicke. Ja. Während des letzten Jahres wurde die Firma geführt von Frau Elisabeth Aldermann, der Witwe des verstorbenen Gottfried Aldermann. Einer Frau von beachtlichem Mut und schneller Entschlossenheit. Ich meine, das kann ich ja wohl von mir behaupten, oder? Ja, Frau Aldermann, das können Sie. Das können Sie wirklich. Oh, mir ist auch alles ganz egal, was all die anderen über sie sagen. Ja, mir auch. Frau Aldermann kämpfte einen wahrhaft heroischen Kampf. Ihren Mangel an Erfahrung konnte sie immer wieder ausgleichen durch ihren gesunden Menschenverstand und einen angeborenen Sinn für geschäftliche Zusammenhänge. Nicht mehr, Frau Aldermann, ich kann das nicht ab. Ja. Ist nicht mehr viel. Schmerz und Trauer erfüllen die Herzen derer, die so fatalen Entwicklungen, wie sie die Aldermann-Werke nun genommen haben, nicht gleichgültig gegenüberstehen. Schön ist das, Frau Aldermann. Ja. Wie kommen Sie bloß auf sowas? Den Text hier? Gut, den habe ich abgeschrieben. Naja, sowas ist ja schon mehr als einmal gesagt worden und geschrieben worden, ne? Wunderbar. Mhm. War das nur alles? Ja. Schade. Wisch dir mal die Tränen ab, Mieke, ja, ne? Das müssen Sie aber auch, Frau Aldermann. Ja, ich hab einen. Geh mal her. Danke. Tante Elisabeth. Oh, Katja. Nee, sag nix. Ich will das gar nicht wissen. Was denn? Das Wahlergebnis. Er hat es nicht geschafft, ne? Ich kann es an deinem Gesicht sehen. Wir haben doch kein Ergebnis. Wirklich nicht? Oder willst du mir das nur nicht sagen? Bestimmt nicht. Na, wie lange wollen die uns denn noch warten lassen? Das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern. Gott, der arme Hermann, ich habe ihm das so gewünscht. Nun geht das schon wieder los. Was ist das denn? Gerzen und der Betriebsrat. Ab und an explodieren sie mal. Ja, mein Dear, wir sind nur so weit, dass wir den Vertrag heute Abend unterschreiben können. Was, jetzt schon? Und das auf dem Sonntagabend? Je eher, desto besser. Also, das finde ich nicht richtig. Gerzen ist gerade dabei, den Streik zu schlichten. Mehr als 2 Tage ist er schon dabei. Das hört sich doch nur an, als wollte einer den anderen umbringen, ne? Aber nicht mal das kriegen Sie fertig. Carsten ist weggefahren. Ja, gestern Abend schon. Erst wollte er ja hierbleiben, aber dann hat er das doch wohl nicht mehr ausgehalten. Ja, wieso hat er dir denn nicht auf Wiedersehen gesagt? Doch, er hat angerufen, aber ich war nicht zu Hause. Also ich weiß nicht, wie dein Onkel mir diesen Streik jemals vergeben soll. Das hat er doch schon längst. Ich soll dir von ihm bestellen. Er weiß, dass er die Wahl verloren hat. Und ihm ist es ganz egal. Und ich soll dich fragen, ob du nachher, wenn das Ergebnis raus ist, mit ihm zum Essen ausgehen willst. Hat er das wirklich gesagt? Och, er ist doch ein ganzer Süßer, ne? Natürlich gehe ich mit. Das werde ich ihm bestellen. Du, er kommt nachher vorbei. Der arme Hermann. Das einzig Gute, was ich jemals für ihn habe tun können, das war, dass ich ihn damals nicht geheiratet habe. Sag mal, sollst du mir nichts bestellen von Carsten? Nee, Katja. So. Tut mir leid, mein Dear. Och, das macht doch nichts. Hast dir auch gewünscht, dass er hier bleiben soll, ne? Ja, ich weiß. Was? Du weißt? Oh, Katja, ich hab das immer gewusst. Bloß Carsten, der weiß das nicht. Und ich kann ihm doch nicht nachlaufen. Tja, warum eigentlich nicht? Das ist doch ganz egal, wer wem nachläuft.
Naja, ich meine, vielleicht hätte ich ja auch mal mit ihm reden sollen, nicht? Aber ich habe ja auch schon lange keine Praxis mehr in solchen Dingen, nicht? Und in diesem Fall, da wollte ich meine Nase da lieber nicht reinstecken. Gott, warum eigentlich nicht? Macht ja nichts, ist ja schon. Zwei Tage, wenn ich dachte, die überhaupt noch einen Ton rauskriegt, verstehen kann. Schluss aus, Frau Aldermann. Na, was ist denn? So was von Dusseligkeit und Sturheit, Blindheit als die drei da drin, das ist mir überhaupt noch nicht vorgekommen. Katja, Ben, lass uns mal lieber mal allein, nicht? Und ruf mich gleich an, wenn das Wahlergebnis raus ist, nicht? Ja, das tue ich. Und vielen Dank. Entschuldigung. Ach, könnte ich bitte was zu trinken kriegen? Was denn? Whisky, Cognac? Nein, Buddelbier, bitte. Sabbelei macht Durst, nicht? Diese Kerls verlangen, dass wir in all ihren Punkten nachgeben sollen. Ja, Herr Gerzen, Sie müssen vernünftig mit ihnen reden. Na, Frau Aldermann, was glauben Sie denn, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Ja, ich nehme an, Sie haben das getan, was ich Ihrer Meinung nach nicht konnte. Mit den Leuten richtig umgehen. Also mit diesen Leuten kann man nicht umgehen. Tja, Sie müssen aber klarkommen mit ihnen. Mein Bier ist das nicht mehr. Prost. Ja, Ihr Wohlfahrt. Ihr Bier. Danke, ja. Haben Sie nicht eine Idee? Ich hätte eine Idee. Ja, uns muss aber doch was einfallen. Nee, mir nicht. Ihnen muss was einfallen. Ich hab ich glaube, ich habe eine Idee. So? Zu schade, dass mir die nicht zwei Tage früher eingefallen ist. Was für eine Idee? Erpressung? Ja. Holen Sie mir die Leute doch mal rein. Ja, bitte. Hm? Auf Ihre Verantwortung, Frau Aldermann. Auf Ihre Verantwortung. Also. So. Ja. Ja, bitte kommen Sie rein, meine Herren. Was bringt man? Setzen Sie sich. Herr Petersen, Herr Hansen, nehmen Sie Platz, bitte. Zigaretten, langen Sie zu. Was? Sind keine mehr drin? Oh Gott, nein. Entschuldigung, das wäre aber unangenehm. Nein, muss denn das sein? Mit Zigaretten helfe ich natürlich aus, Frau Aldermann. Danke. Denn ich bitte, Madame. Sie, Herr Springmann? Herr Gerzen sagt, Sie können sich mit ihm nicht einig werden. Warum denn nicht? Mich sind Sie doch nur los. Was wollen Sie denn noch mehr? Wir haben 4 Punkte aufgestellt, Frau Aldermann. Ja, aber 2 von den Punkten sind ja nun schon erledigt, nicht? Der Fall Springmann und meine Einmischung in Ihre privaten Angelegenheiten. Ja, das stimmt. Aber in den anderen 2 Punkten will Herr Gerzen nicht nachgeben. Na, Herr Springmann, nun mal ehrlich, das Streik hat doch nun wirklich lange genug gedauert. Tja, Herr Gerzen muss nur nachgeben, dann ist er zu Ende. Also mit Herrn Gerzen können Sie sich nicht einigen, mit mir wollen Sie sich nicht einigen. Wer sagt das? Ich. Und darum meine ich, dass uns nun jemand anders sagen muss, wie das hier weitergehen soll. Ja, und wer? Ist nur ein Vorschlag. Sie brauchen ihn auch nicht anzunehmen. Herr Gerzen natürlich auch nicht. Sie denken an die Gewerkschaft? Nein. Oder an ein Schiedsgericht? Nein, ich denke an die Frauen. Was? Ja, an Ihre Frauen. Die Frauen von meinen Arbeitern sollen mir sagen, wie das hier bei Aldermann weitergehen soll. Wie wollen Sie denn das anstellen? Das ist doch ganz einfach. Wir machen eine Versammlung. Damit bin ich nicht einverstanden. Nee, da haben Sie auch gar nichts mit zu tun. Sie sind ja nicht verheiratet. Noch nicht. Unsere Frauen tun das, was wir ihnen sagen. Wenn das so ist, dann brauchen Sie sich über meinen Vorschlag doch gar nicht aufzuregen. Ja, und wie soll das ablaufen? Alle Frauen, die mit diesem Streik zu tun haben, werden gefragt, ob der Streik weitergehen oder abgebrochen werden soll. Ja, was haben denn die Frauen damit zu kriegen? Na, hören Sie mal, so viel ich weiß, ist es hier doch ein wilder Streik. Das heißt, keine Arbeit, kein Geld. Da merken die Frauen ja wohl zuerst was davon, nicht? Die Versammlung können wir uns schenken. Das Abstimmungsergebnis kenne ich nun schon. Ja, Moment mal, Hans. Ja, was ist das so, Peter? Naja, und wer erklärt den Frauen den ganzen Kram? Ich meine, wenn wir die Versammlung machen? Ja, ich. Das geht nicht. Sie können Ihren Senf denn dazugeben, Herr Betriebsratsvorsitzender. Sie kennen unsere Frauen schlecht, Frau Aldermann. Die Sache läuft gegen Sie aus. Ach, wollen wir das nicht mal abwarten? Arbeitsausfall von diesem Ausmaß können wir uns einfach nicht mehr leisten. Also was ist? Sind Sie einverstanden? Was meinst du? Ach, was kann uns dabei passieren? Ja, und du? Ich weiß, was uns passiert. Bist du dafür? Nee. Aber das hilft uns nichts. Frau Aldermann macht die Versammlung. So oder so.
Und den Lärm und Streit zu Hause, den haben wir auszustehen. Also ich muss ja sagen. Gut, Frau Aldermann, dann nehmen wir Ihren Vorschlag an. Danke, und noch was. Auf der Versammlung werde ich den Frauen dann mal erzählen, was sie seit Jahr und Tag schon gern wissen möchten. Was ist das? Nämlich das, was ihre Männer hier verdienen. Was? Ja. Was eigentlich wirklich hier verdient wird bei Aldermann. Inklusive Überstunden, Leistungslohn, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Gratifikationen und so weiter und so weiter. Was? Das ist Erpressung. Och, Herr Sprinkmann, das gibt doch so viele Dinge. Die sehen aus, als wären sie krumm. Ist das nur so wichtig? Wenn letzten Endes was Gutes dabei rauskommt für beide Seiten, na, wir verstehen uns doch, nicht, Herr Sprinkmann? Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Mhm. Ich lass mich nicht erpressen, ich nicht. Und ich stell mir vor, wie das bei den meisten von uns zu Hause zugeht. Nach der Versammlung. Mord und Totschlag gibt das. Hausschlachtungen. Denn meinen Sie also, die Versammlung sollte besser gar nicht erst gemacht werden? So ist es. Besser nicht. Tja. Ja, dann können wir ja gehen. Guten Abend, Frau Aldermann. Auf solche Idee kann meiner Meinung nach nur eine Frau kommen. Alle Achtung. Gute Nacht. Gute Nacht, die Herren. Ja. Na, was sagen Sie zu meiner Idee? Sowas ist mir überhaupt noch nicht vorgekommen. War die zu unkonventionell? Nicht nur das. Unmöglich war das. Naja, es gibt ja Gott sei Dank Mittel und Wege, um solche Streiks zukünftig zu verhindern. So? Ja, natürlich. Man muss den Redelsführer rausschmeißen. Na, der Mann zu. Ja, dieser Sprinkmann ist ein ganz übler Bursche. Mit den anderen beiden bin ich leicht zurechtgekommen. Und nun wollen Sie diesen Sprinkmann raussetzen? Ach, natürlich nicht. Ich weiß doch, dass ich das nicht kann. Aber ich kann ihm das Leben so sauer machen, dass er von sich ausgeht. Feine Methoden. Gefällt Ihnen nicht, wie? Nein. Ich will nicht, dass bei Aldermann Leute rausgeekelt werden. Ich will keine Leute rausekeln. Ich will den Mann loswerden, der uns das alles eingebrockt hat. Schreien Sie mich nicht so an. Ich kann Sie so auch gut verstehen. Sie reden in meine Angelegenheiten hinein. Sind das meine Angelegenheiten? Was soll das heißen? Das sei meine Angelegenheit. Also, ich verkaufe nicht an Sie nicht. Das können Sie mit mir doch nicht machen, Frau. Wieso denn nicht so, wie Sie sich hier aufhören? Sie. Ach, was machen Sie mit Ihren Leuten doch, was Sie wollen? Nach einem halben Jahr, wenn Sie den Betrieb total ruiniert haben, kaufe ich den ganzen Laden für ein Ei und Butterbrot. Ja. Was sage ich denn auch für ein Stück Trockenbrot kriegen dann? Viel Glück! Oh Gott, was war das denn? Das war mir zu laut. Ach, haben Sie ihn? Ich hab ihn. Psst. Oh, das freut mich aber sehr. Was freut mich, Frau Aldermann? Mieke, du heulst! Das kann ich nicht anders. Mieke, was ich sagen wollte, ich bin zum Abendessen nicht im Hause. Hm? Ich gehe aus mit Herrn Walter. Ist gut. Ja, und Carsten. Komm, Carsten will auch mit. Wieso denn Carsten? Er ist vorhin zurückgekommen. Nee. Ja. Carsten ist wieder hier oben. Ach, du liebe Zeit. Dann krieg ich ja nur was zu hören von wegen Herrn Gerzen. Das... Hallo, Mutter. Carsten, du bist wieder da. Ja. Ja, Carsten, wieso? Warum denn? Was ja, weißt du mal... Da, warum... Mieke, du störst uns gar nicht. Carsten, was ist los? Du hattest recht, Mutter. Ich bin ein Dussel. Wirklich? Was hat sie denn gesagt, die kleine, süße Frau? Tja, ich wollte mit ihr Schluss machen. Aber ich hätte besser erst anrufen sollen, ehe ich mitten in der Nacht bei ihr ankam. Oh Gott, Carsten, ihr Mann. Nee. Was? Ein anderer? Noch einer? Oh, also doch von der ganz schnellen Truppe. Carsten, was hat sie denn gesagt? Och, Mutter. Nee, natürlich. Aber ich hätte das ja zu gern gewusst. Mensch, erzähl doch mal. Mutter, ich habe Herrn Gerzen hier gerade eben rauslaufen sehen. Ja, das kann angehen. Ja. Habt ihr den Vertrag unterschrieben? Nee, ich konnte nicht, mit dem nicht. Also ich kann den Kerl nicht ausstehen. Ich auch nicht. Oh, Carsten. Ja, und jetzt? Muss ich sehen, dass ich ohne ihn klarkomme. Tja, und wenn ich? Was du willst? Na, soll ich? Carsten, du,
Du kommst zurück? Oh, Carsten, dann schaffen wir das Auto, wir beiden. Oh. Mutter, wir brauchen Geld. Ja, ich rede morgen gleich mit der Bank. Die muss den Kredit prolongieren bis wann, Mutter? Ach, mir fällt schon was ein, Carsten. Mutter, ich habe mir was überlegt. Was, du? Ja, ich. Du, wie wär's, wenn wir Anteile ausgeben würden an unsere Leute? An unsere Arbeiter? Ja, haben die denn Geld? War nicht viel. Aber ein bisschen was haben die meisten von ihnen auf der hohen Kante. Du, wenn die uns Anteile abkaufen würden, da könnte allerhand zusammenkommen. Augenblick mal. Augenblick mal. Du, ich hab da was weggeworfen. Da hatten sie mir sowas aufgeschrieben und so eine Forderung, weißt du? Hier. Beteiligung, viertens. Beteiligung der Arbeiter und Angestellten am Produktivvermögen. Sag mal, ist das sowas? Ja, was, und das haben unsere Leute? Als Forderung aufgestellt, ja, aber ich habe das nicht begriffen. Doch, die können sich auch ein bisschen einfacher ausdrücken, nicht? Ich habe das als Unverschämtheit angesehen. Und dann Akte Papierkorb, ne? Ja. Mutter, die Sache läuft. Die Bank muss noch eine Zeit lang stillhalten und dann sind wir soweit. Und die Leute haben ihren Willen. Und was das Beste ist, wer am Produktivvermögen beteiligt ist, denkt nicht an Streik. Warum nicht? Ja, weil er sich damit selbst schadet. Na, ist das eine Idee, Mutter? Gut, die können von mir sein. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Onkel Hermann ist im Land. Nein. Hermann, oh Mensch, du, das freut mich. Aber Hermann, darauf wollen wir anstoßen können. Oh, Hermann. Ja. Hermann, hab ich dir nicht immer gesagt, du schaffst das? Ja, Elisabeth, gesagt hast du es immer. Naja, viel helfen konnte ich dir ja nicht, diesmal nicht. Na, die Mehrheit war auch mal dünn, so dünn. Nur diesmal, Hermann, aber das nächste Mal, um mich, dass du das geschafft hast, Hermann. Wir wollen anstoßen, nicht? Komm, geh mal her. Ich gratuliere dir, Onkel Hermann. Danke, mein Junge. Trinken wir auf das neue Mitglied des Landtages. Und ja, auf den Vertrag. Vertrag? Ein Vertrag mit Gerzen. Hey, ist nicht. Wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. Carsten und ich. Nein. Carsten, ist das wahr? Ja. Elisabeth, dass du Carsten rumgekriegt hast, das nee, ist du, das... ich glaube nicht, dass ich das war. Nee, Mutter, das warst du nicht. Wirklich nicht. Das war meine Katja. Deine? Ja, meine. Ah. Und da hat sie so lange drauf gewartet, nicht? Nur ein paar Jahre. Was sind schon ein paar Jahre? Können wir jetzt endlich trinken? Ich meine, Grund genug haben wir doch. Ja, trinken wir auf diesen großen Tag. Du bist nun Landtagsabgeordneter. Der Streik geht morgen zu Ende. Wir behalten die Fabrik. Carsten fängt an zu arbeiten. Endlich. Oh. Und Katja? Was mit uns beiden ist, Mutter? Das lass mal unsere Sorge sein, ne? Ja? Ja. Na ja, meinetwegen. Hermann, ich habe eine wunderbare Idee. Wirklich? Darauf trinke ich? Ja, ich will nur heiraten. Was? Was? Vor 25 Jahren hast du mir mal einen Heiratsantrag gemacht. Den nehme ich nur an. Und bei der nächsten Herrmann, wirst du Ministerpräsident? Da soll ich führen.